So, hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Outlast Folge 2. Ich wünsche euch viel Spaß. In der letzten Folge haben wir den Generator gestartet und wir können jetzt weitermachen. Falls ihr euch fragt, warum diese Folge so spät kommt, ganz einfach, ich habe die Zeit nicht gefunden, um eine weitere Folge Outlast aufzunehmen. Hier waren wir überall schon. Jetzt dürften wir hier weitermachen können. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Ja. Ich habe für die zweite Folge keine Zeit gefunden und ich hatte auch ehrlich gesagt keine großartige Lust, diese eine zweite Folge aufzunehmen bis jetzt. Ich habe mich zusätzlich dazu entschieden, 20 Minuten Parts zu machen, nicht mehr 30 Minuten, dadurch, dass die letzte Folge ja sowieso Überlänge hatte. Und nun in einer Gummizelle. Der Priestervater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wörniger hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist, aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an die Wand geschrieben. Ja. Ist ja nicht so, als hätte man dich sehen können. Naja, ich möchte mich nicht zu lange hier aufhalten, ehrlich gesagt. Er könnte sich immer noch gut als Pirat machen, eigentlich. Schade. Ja, definitiv ein Pirat. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. Ich probiere gerade ein bisschen rum, weil ich tatsächlich gerade vergessen habe, was Nachtsicht ist. There's an idea. Oh. Das muss ich mal machen. We kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. They are yours. Ohne Zunge könnte ich ja noch leben. What others provide a way follow the blood. You look like you've seen a ghost. Kommt hin. You, it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Eine neue Art von Gefängnisausbruch, so wie ich das sehe. Interesting. Boah, Alter.
mich gerade gezuckt. Ja, schade, dass ich keine Facecam habe. Nein, ich werde das Let's Play ohne Facecam aufnehmen. Boah, bin ich gerade erschrocken. Alter. Okay, ich bin dann mal wieder weg. Das kommt jetzt, oder? Das Geräusch war sehr angenehm. Der schläft noch. Finde ich gut. Vergesst niemals euren Schlaf. Ah. Ich merke schon, ich habe sehr vieles wieder vergessen. Was hab ich denn hier vergessen? Ich glaube, das habe ich gelesen. Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser scheiß Ort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Wow. Das war jetzt der Kommentar. Respekt, Miles. Respekt. Okay, und tschüss. Geh doch mal weg, du Scheiße. Du Wichser. Ach ja, bevor ich es vergesse zu erwähnen, lasst doch gerne auf diese Folge ein Abo und ein Like. Ein Abo und ein Like da, wenn euch das Let's Play gefällt. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, wenn es euch nicht gefällt, ist mir egal. Aber was mir besonders wichtig ist, lasst doch gerne einen Kommentar. Lasst auch bitte einen Kommentar da, wenn euch. Wenn es euch gefällt. Und ihr es noch weiter sehen möchtet, dann lasst gerne einen Kommentar da, wenn... Helen, Dr. Zeichner. Aha. Der steht gerade rechts von mir. Hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Achimbord hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen werden, von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik des Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ich sag ja. Der Typ steht gerade hier.
Shut up! Let me stay for a minute! Quiet! Quiet! Nennen sie dich schlechter oder was? Und du hast. Ich bleibe ja schon weg. Die schöne Technik. Wohin denn? Oh, hi. Aua. Ich hab die Tür wieder vergessen. So viel Platz muss sein. Okay, wo ist der Typ? Ah, da. Ich glaube, er ist wirklich riskiert, einfach mal. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen. Gar kein Glück. Überhaupt kein Glück. Oh. Longus, Longus. So würden sie es in der Liga, in der Rennliga nennen. Naja. Longus, Longus, es passt zur Rennliga. Oder die Longus Brüder. Gefällt mir beides. Was gefällt euch besser? Longus, Longus oder die Longo Brüder? Longus Brüderus, so rum. Der Longus Brüderus.
back into a world of sleep. Ich kenne die Passage zwar, aber trotzdem kriege ich immer wieder Angst. Eine Wartungsnotiz, oh, du Schreck. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Wenn Sie unbedingt meinen. Na toll. Da gehe ich erstmal nicht. Okay, ich kann nur rein. Wofür hat er was? Was bist du für ein Polizist? Hast nicht mal was. Meine Güte. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er es versucht zu lösen? Ja, der Wärter tut mir jetzt schon leid. Was es tut, tat mir leid. Ich kann hier nirgendwo hin. Ihr Wichser. Ja, sehr schöne Sachen. Das hier. Waren jetzt nochmal, wo muss ich denn jetzt mal hin? Ach, da hinten, genau. Die Duschen. Ja, ich probier's. Bist du ein Longus Schlongus? Bist du einer der Longus Schlongus? Alter Schwede! Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Gut, das habe ich tatsächlich vergessen. Das wusste ich nicht mehr. Ich will ja nichts sagen, aber so hoch sieht's jetzt noch nicht aus. So. So hoch ist es nicht, er könnte einfach springen. Boah, ey. Alter. Dass ich da auf einen Trick zweimal reinfalle, das ist neu. Ich glaube, ich habe das falsche Fenster erwischt. Boah, ey. Alter. Geil, zum Ende der Folge nochmal ein Herzkasper bekommen. Boah.
Das ist in Deutschland verboten, ihr Wichser. Oder ist es der. Oder nennt man das Sprühschiss? Bei einem elektrischen Stuhl wäre es wahrscheinlich ein Sprühschiss. Naja. Und noch ein Dokument gefunden. Zum Schluss der Folge. Ach du Scheiße. Start Colorado. Bitte gebe das. Gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732. Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt? Einen Moment noch. Gemeinde oder Stadt? Murkoff Mount Mesa Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt? In welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate Aufenthaltsdauer in den USA, falls es ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht, männlich, Farbe, Rasse, weiß. Rasse ist jetzt gerade echt ein Scheißwort. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, ledig. Oh. Geburtsdatum, 20. Oktober 1918. Er hat immerhin den Krieg überlebt. Geburtsort, Deutschland. Er hat definitiv den Krieg überlebt. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen am 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache ist und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Alterszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Wernicke gestorben am Herzinfarkt. Sehr schön. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt in die nächste Folge, die auch irgendwann noch kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt schon ein Abo und ein Like da. Und kommentiert, falls ihr mehr sehen wollt. Auch und wenn ihr nicht mehr sehen wollt, könnt ihr auch kommentieren. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.